Und wir sind wieder live hier im Hessischen Landtag. Bei uns ist Robert Lambrou, der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat der AfD. Vor gut einer Stunde sind hier hinter uns Jubelstürme losgebrochen. Alice Weidel war mit Herrn Lambrou auf der Bühne. Es gab großen Applaus für ein sehr starkes Ergebnis der AfD. Nach aktuellem Stand, wir haben eben gerade nochmal geschaut, 16,9%, würde die AfD als zweite Kraft über die Ziellinie gehen. Wir sprechen mit Robert Lambrou über die aktuelle Wahl und über die Pläne, die die AfD nun mit diesem Ergebnis hat. Hallo Herr Streube, Herr Lambrou. Glückwunsch, wie fällt Ihr erstes Fazit aus? Das ist ein atemberaubendes Ergebnis. Das ist das beste Ergebnis der AfD in Westdeutschland jemals. Und viele Bürger haben heute erstmals die AfD gewählt. Und das ist ein enormer Vertrauensvorschuss, den wir auch in den nächsten 5 Jahren erfüllen wollen. Welche Rolle hat für dieses Ergebnis der Wahlkampf gespielt? Die AfD hat durchaus innovativen Wahlkampf betrieben, hat Social Media für sich entdeckt. So ist der Eindruck. Was hat das für einen Ausschlag gegeben? Das muss man im Nachgang analysieren. Mein Eindruck ist, das Wichtigste war, wir haben ein Stück weit die Mauer der Stigmatisierung durchbrochen. Mehr und mehr Bürger machen das nicht mit. Wir sind eine bürgerlich, konservativ, freiheitliche Kraft. Wir machen uns Sorgen um die Zukunft Deutschlands. Die Sorgen sind berechtigt, denn die anderen Parteien haben diesen Zustand bewirkt. Wir wollen ihn lösen. Sie haben einige gelungene Wortspiele im Wahlkampf angewandt, aber auch teilweise sehr plump. Grüner Mist und andere Slogans. Wie bewerten Sie das in der Rückschau? Haben Sie da provoziert und war das erfolgreich zu provozieren? Wir haben an einigen Stellen zugespitzt, aber ich denke im Rahmen des bürgerlich-konservativ-freiheitlichen, so wie die anderen Parteien auch in einem gewissen Rahmen zugespitzt haben, den wir aber nicht überschritten haben. Wir haben jetzt beide schon verschiedene Interviews heute Abend gehört. Sie haben sehr viele schon geführt. Von der CDU war ganz klar heute Abend auch wieder keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das Stichwort Brandmauer ist gefallen. Herr Rhein hatte ja in der vergangenen Woche auch noch mal einen tiefen Graben zur Brandmauer hinzugefügt. Wie bewerten Sie das? Naja, wenn Herr Rhein es ernst meint mit Themen, die er in den letzten Monaten erst von der AfD übernommen hat, zum Beispiel Begrenzung der Masseneinwanderung, zum Beispiel Wiedereinstieg in die Kernkraft, zum Beispiel Reduzierung der Grunderwerbsteuer, dann könnte er das inhaltlich am besten mit der AfD machen. Mit den Grünen wird er das so nicht schaffen und mit der SPD dürfte es auch schwer werden. Sie werden jetzt aber kein Koalitionsangebot machen. Die parlamentarische Praxis sieht ja so aus, dass die stärkere Fraktion oder die stärkste Fraktion die Gespräche führt. Er hat explizit vorhin gesagt, mit der AfD hat er das nicht vor. Wissen Sie, wir haben im Wahlkampf sehr klar gesagt, dass wir uns aufgrund des Zustands dieses Landes in die Pflicht nehmen lassen würden. Wir sind vom Zustand der CDU jetzt auch nicht gerade begeistert, aber viele Menschen spüren, dass es einen Politikwechsel braucht. Wir haben hohe Inflation, hohe Energiepreise, wir haben hohe Mietpreise, wir haben die Masseneinwanderung völlig umgebremst. Also hier ist einiges zu tun. Warum nicht mit der AfD? Vielleicht, weil die AfD in der vergangenen Legislaturperiode nicht gerade als verlässliche Kraft, was das Personal angeht, aufgetreten ist. Sie hatten 19 Mandate, am Ende sind nur 14 übrig geblieben. Hat die AfD aus diesem, ich sag mal, aus diesem Aderlass, eine Kandidatin ist gar nicht erst angetreten, andere wurden ausgeschlossen, sind freiwillig gegangen. Das war ja ein Tohuwabohu. Dass man mit so einer Kraft vielleicht nicht koalieren will, ist auch nachvollziehbar. Also wir haben im Laufe von 4 Jahren 2 Personen verloren und nach der Listenaufstellung sind dann noch 3 weitere Leute raus. Die Listenaufstellung ist allerdings auch so erfolgt, dass ich ganz klar sagen kann, dass da eine sehr stabile Gruppe in den Landtag kommt. Ich weiß, wer auf den Listenplätzen ist. Wir werden da sehr zuverlässige Oppositionsarbeit machen, wenn es nicht anders geht, sogar als Oppositionsführer. Wissen Sie, ich erwähne nochmal diesen Vertrauensvorschuss, den viele Bürger uns jetzt gegeben haben, die zum ersten Mal AfD gewählt haben und die erwarten etwas von uns und das werden wir liefern. Sie haben die Liste angesprochen. Auf der Liste steht zugegebenermaßen etwas weiter hinten auf Platz 28, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Sascha Herr, der mit nationalsozialistischen Gruppierungen in Verbindung stehen soll. Combat 18 ist ein Stichwort. Wie gehen Sie mit solchen Akteuren um? Das ist ein Vorfall, von dem wir erst am Freitag erfahren haben. Das ist ein sehr ernster Vorgang und hier werden sich die Gremien sehr zeitnah damit auseinandersetzen und zwar Anfang der nächsten Woche. Dem will ich nicht vorgreifen, aber das ist ein sehr ernster Vorgang. Wie gehen Sie ansonsten mit rechtsextremen Teilen Ihrer Partei um? Ihr Vizevorsitzender war eben noch hier, steht da drüben hinter uns, Andreas Lichert, Teil des Flügels, des angeblich aufgelösten Flügels. Wie schaffen Sie es da noch als bürgerlich gemäßigte Kraft, das Narrativ zu bemühen, wenn solche Leute, die in diesen Kreisen unterwegs sind, bei Ihnen ganz vorne auf der Liste stehen? Wissen Sie, Andreas Lichert war früher in der FDP, ich war früher in der SPD. Wir haben beide einen Migrationshintergrund. Wir sind beide leidenschaftliche Demokraten, die sich für die Zukunft Deutschlands einsetzen. Wir haben in der AfD Demokraten.
Stichworte wie Great Reset oder andere Verschwörungserzählungen sind nicht so ganz mit diesem demokratischen Bild übereinzubringen. Wissen Sie, ich bin ja ein AfDler der ersten Stunde, ich bin seit über 10 Jahren dabei. Ich erlebe von Anfang an eine enorme Diffamierung und Stigmatisierung und ich sehe, dass diese Mauer bröckelt, weil viele Bürger, die zum Beispiel in der Corona-Pandemie eine andere Meinung hatten als der absolute Mainstream, die sind auch sofort in eine Ecke getan worden, wo sie nicht hingehören und haben dann mal einen zweiten Blick auf die AfD geworfen und festgestellt, dass sich hinter diesem Image eine ganz andere Partei verbirgt, nämlich eine Partei, die viele Inhalte aufgegriffen hat, die CDU und die SPD aufgegeben haben. Zweiten Blick erwähnt. Haben Sie einen zweiten Blick auf bestimmte Akteure geworfen, die Sie hier in der Landtagsfraktion anstellen? Sie haben einen Mitarbeiter in der Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden, wo Sie ja auch aktiv waren und sind, rausgeschmissen aus der Fraktion wegen rassistischer Postings. Jetzt ist er in der Landtagsfraktion beschäftigt. Wie passt das zusammen? Herr Kaschke, den Sie ansprechen, hat aus diesen Vorfällen gelernt. Wir haben ihm eine zweite Chance gegeben. Ja, so etwas ist ein Risiko, aber wir sind in diesem Fall das Risiko eingegangen. Kommen wir nochmal zu inhaltlichen Schwerpunkten, die Sie als mutmaßlich nun stärkste Oppositionsfraktion setzen wollen. Was haben Sie sich da vorgenommen für die kommende Legislatur? Der Abend ist zugegebenermaßen noch frisch, aber man hat ja Pläne und Ziele, wie man als Oppositionskraft agiert. Also wir haben ein Wahlprogramm, das umfasst 55 Seiten. Und wenn wir in die Opposition gehen sollten, dann werden wir natürlich trotzdem versuchen, das abzuarbeiten in Form von Anträgen. Die wichtigste Aufgabe der Opposition ist es aber, die Regierung zu kontrollieren. Und das werden wir in den nächsten 5 Jahren genauso gewissenhaft machen wie in den letzten 5 Jahren. Es war die AfD zusammen mit der SPD und der FDP, die vor dem Hessischen Staatsgerichtshof bewirkt hat, dass dieses Corona-Sondervermögen, diese 12 Milliarden Schuldenorgie von Schwarz-Grün als verfassungswidrig beurteilt wurde. Wir haben es als erstes angekündigt. Wir waren die einzige Fraktion, die in sämtlichen Punkten Recht bekommen hat. Das ist Oppositionsarbeit, wie man es auch in den nächsten 5 Jahren dann von uns erwarten kann. Werden Fake News auch zum politischen Stilmittel gehören? Ich erinnere an die Nachbereitung des Eritrea-Auftritts in Gießen, wo die Kollegen der FAZ, Ewald Hettrud, ja nachgewiesen hat, dass da bewusst Falschinformationen von Ihnen im Parlament gestreut wurden. Hier ging es darum, dass ich in meiner Rede zur Aktuellen Stunde gesagt habe, dass wir als Einzigste dieses Thema auf die Tagesordnung des Landtages gesetzt haben. Und das war ein Fehler, der mich ärgert. Ich habe diese Rede in der Nacht noch gekürzt. Und eigentlich wollte ich sagen, dass wir die Einzigsten sind, die es auf die Tagesordnung der Plenardebatten gesetzt haben. Es bleibt aber ein valider Punkt. Das ist ein Vorgang, der viele Menschen aufgewühlt hat. Und die AfD war die einzige der 6 Fraktionen, die es auf die Tagesordnung der Plenardebatten gesetzt hat. Warum haben es die anderen nicht gemacht? Ja, es war auch Thema im Innenausschuss, aber das reicht nicht. Gut, aber Fake News soll nicht zum politischen Stilmittel werden. Das habe ich jetzt rausgehört oder keins mehr sein künftig. Eine Frage, Alice Weidel hat persönlich gratuliert, sie ist Ihnen als erstes um den Hals gefallen. Was gab es noch für Glückwünsche aus Berlin bislang? Gab es SMS, gab es schon Anrufe? Was ist bei Ihnen bisher eingegangen? Also es gab bestimmt eine ganze Menge WhatsApp- und SMS-Nachrichten, aber mein Handy ist aus, weil ich seit 18 Uhr Interviews gebe bei den verschiedensten Fernsehsendern. Und jetzt auch noch bei uns zum guten Schluss eine letzte Frage, Herr Lambrou. Wann geht es denn für Sie nach Berlin? Wer so erfolgreich in Hessen hier zum wiederholten Male auftritt, wird doch auch Ambitionen hegen, vielleicht in Berlin bei der AfD entsprechende Pflöcke einzuschlagen. Ja, da kann ich Ihnen eine ganz klare Antwort geben. Es geht nach Berlin morgen früh zur Bundespressekonferenz und danach geht es wieder nach Hause, hier nach Hessen, wo ich mich sehr wohl fühle. Ich bin sehr bodenständig, hier habe ich kurze Wege, hier fühle ich mich sehr wohl und wir haben eine Menge in den nächsten 5 Jahren zu tun. Ich erwähne nochmal, es haben ganz viele Bürger zum ersten Mal AfD gewählt. Und diesen enormen Vertrauensvorschuss, den gilt es jetzt zu erfüllen durch sehr gute Oppositionsarbeit. Vielen Dank, Herr Lambrou, für Ihre Zeit. Bitte schön.